Hi Leute und willkommen zu Paper Mario Color Splash, so heißt das Ding. Das Spiel kommt jetzt erst am 5. Oktober raus, aber ich darf es schon mal vorstellen. Und meine Freundin Lia und ich, wir stellen das vor. Ja. Ja. Wir werden beide mal abwechselnd spielen. Wir spielen es auf der Wii U natürlich, wo denn sonst? Und ja, wünscht euch viel Spaß damit. Jetzt geht das Intro los und wir sind mal ganz kurz weg. Bis gleich. So, da wären wir. Das ist also das berühmte Port Prisma. Hier ist es so friedlich und so still. Ziemlich still sogar. Wo sind denn alle hin? Bam! Citrus and Peach! Die kennt ja jeder, ne? Es tut so gut, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wir sind hier doch am richtigen Ort, Port Prisma. Ich hatte angenommen, Port Prisma wäre ein Urlaubsparadies. Doch dafür scheint es zu still, denkst du nicht? Ja, das ist seltsam. Dabei habe ich extra Bescheid gesagt, dass wir kommen. Man sollte annehmen, dass es einen etwas herzlicheren Empfang für Prinzessin Peach und den großen Mario gibt. Stichwort Mario. Was macht er denn da? Mario, wir sind hier. Komm an Land. Wow. Was macht er da? Oh, das war wirklich ein schlimmer Sturm letzte Nacht, nicht wahr? Du Ärmster. Ha, du siehst aus wie ein weggeworfenes Bonbonpapier. Die Wogen haben sich geglättet und daran solltest du dir ein Beispiel nehmen. Ah, das ist so lustig, der Humor, ne? Das ist alles. Aber wirklich mit Papier. Guckt mal auf das Wasser, das ist alles verschiedene Schicht aus Papier. Also das ist... Hä? Achso, ich muss das selber. Mario! It's a me! Das ist mein Mario. Viel besser. Nun, ich werde noch einmal einen Blick auf diese Postkarte werfen. Ich mag ja gar nicht daran denken, dass sie in Wirklichkeit aus einem gefalteten, farblosen Tod besteht. Das ist voll gemein. Der einzige Hinweis, den wir haben, ist, dass er hier in Port Prisma aufgegeben wurde. Keine Sorge, Prinzessin. Ich habe den Stadtführer von Port Prisma auswendig gelernt, also kenne ich mich hier bestens aus. Wir sollten zum Prisma-Brunnen im Zentrum der Stadt gehen. Er ist so... Was? Er ist eine große Touristenattraktion. Dort finden wir dann sicher einige Einheimische, die uns weiterhelfen können. Ein ausgezeichneter Plan. Doch ich habe ein ungutes Gefühl, was diese Stadt angeht. Wir sollten vorsichtig sein. Oh ja. Ja, guck mal, ich kann schon laufen. Oh, sieht so cool aus. Guck mal, wenn das springt. Hui, hui. Das ist halt wie aus einem Guss, da passt alles, es ist alles Material wie Papier oder Pappe. Oh, der Hammer! Ah, jetzt kommen wir voran, auf der Kiste da scheint sich etwas zu befinden. Hey Mario, kannst du vielleicht auf die Kiste springen und nachsehen? Ja! Oh nee, kann ich nicht. Doch, hier kann ich. Way, ist zu klein. Wow, okay. Oh nein. Oh, du bist... Es ist viel zu still, da stimmt doch etwas nicht. Ich wollte gar nicht anquatschen. Hey! Wow. Ansehen. Wow, ein Hammer. Voller Hammer.
Super, dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass ich auf der Reise versehentlich deinen Hammer über Bord geworfen habe, oder? Ja, der hier funktioniert bestimmt genau wie deiner. Drücke einfach B, um ihn einzusetzen. Oh wow, Bob. Oha. Einfach mit B überall alles zerhauen. Münzen! Okay. Alles kann er nicht zerhauen. Es stört mich irgendwie, dass die beiden hinterherlatschen. Ich will alleine. Oh, was steht hier? Weiße Buchstaben auf einem weißen Schild? Das ist ja wohl der Gipfel des schlechten Designs. Wer hat denn das für eine gute Idee gehalten? Ich wette, wir können ja alles gesagt. Anmalen. Ha? Ich glaube, das hat sie gesagt. Ach so, oh. Egal. Tut mir leid, Kiste, aber wir hatten keine Wahl. Und jetzt sehen wir uns die Stadt an. That's what she said, Schatz. Welche Münzen? Und die Münzen sind natürlich aus Metall. Finde ich aber gut, das passt irgendwie so ins Design. Ja. So, wie gesagt, Leute, wir dürfen euch nicht alles zeigen. So ein bisschen was vom ersten Level und vom Tutorial hier. Willkommen in Port Prisma. Und das war's dann leider auch schon wieder. Weil das Spiel kommt, wie gesagt, erst am 5. raus. 5. Oktober. Und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Aber ihr könnt euch hier schon mal einen Eindruck verschaffen. Ich habe leider kein Paper Mario gespielt, gebe ich zu. Aber ich bin ja erst in letzter Zeit so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Was soll denn hier? Insel Prisma, ein farbenfrohes Inselparadies. Farbenprächtige Stadt... Farbenprächtigste Stadt der Insel. Staunen Sie über die 6 kunterbunten Farben des Prisma-Brunnens. Ja. Oh, auf die Mülltonne kloppen. Ja, das war niedlich. Sie sieht aber die ganze Zeit sehr besorgt aus. Ja, so. So. Und blinzelt dabei. Ja. Ganz dolle. Ja, es ist natürlich so eine Art Rollenspiel, das kann man schon mal verraten. Also wer sich damit auskennt mit Paper Mario, der weiß, was ihn erwartet. Da steht noch das Stativ im Hintergrund übrigens bei dir. Nee, da. Ja, ja. Warte. Ja. Nein, andere Seite. Schatz, das ist erst spiegelverkehrt. Ja, ist okay. Egal. Nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Oh, das ist ja eine richtige Geisterstadt. Da kann doch etwas nicht stimmen. Bist du sicher, dass dies der Prismabrunnen ist, Toad? Mein Stadtführer sagt, dass der Brunnen ein beeindruckender Regenbogen voller Glück und Freude ist. Also, ja, das kann wirklich nicht ganz stimmen. Ich sehe mich mal etwas um und versuche, einen Hinweis zu finden. Das sieht so gut aus, wenn er wegrennt. Der Poststempel auf diesem bedauernswerten Tod lässt ja leider keinen Zweifel. Er wurde definitiv in Port Prisma aufgegeben. Wer kann so etwas Furchtbares nur getan haben? Ich glaube, ich weiß, wer das war. Oh nein! Oh, der arme Tod! Alter Schwede. Ach, das sind drei Grundfarben, sieh mal. Sieh nur, in dem Brunnen scheint sich eine Art Mechanismus zu befinden. Den sollten wir uns mal einmal näher ansehen. Oha. Ansehen. Notfallsystem. Im Notfall bitte die folgenden 3 Schalter auf dem Prismaplatz finden und aktivieren. Blau schlagen, gelb ziehen und rot springen. Alles klar. Das ist so gut. Kann man die ganzen Flecken auf dem Boden, die kann man übrigens anmalen und dann bekommt man da irgendwann einen Bonus raus. Das weiß ich nämlich, ich habe die Präsentation gesehen. Ja, also es geht hier wirklich nur um Farbe. Oh, ich kann alles zerhauen. Batz. Bitz, batz, putz. Ja, also wenn ihr wollt, schreibt es uns in die Comments. Wollt ihr das Spiel gerne sehen auf dem Kanal? Ansonsten, ja, wenn wir es halt selber nur für uns spielen, privat. Aber ich habe Bock drauf, Schatz, oder? Mhm. Hast du Lust? Ja. Also Bock. Oh. Was war das denn? Das war der blaue Schalter. Okay, also springen, ziehen und schlagen, ne? War ja, das? Genau. Also ich habe richtig Lust drauf, ganz ehrlich. Das ist so niedlich. Ich habe, wie gesagt, bisher kein Paper Mario gespielt, aber das lässt sich alles nachholen. Und ja, wenn ihr da jetzt Bock drauf habt, ist das natürlich auch ein Bonus für euch, weil dann werden wir es machen. Oh. Sieh nur, in dem Brunnen scheint sich eine Art Mechanismus zu befinden. Den sollten wir uns mal näher ansehen, das sagte sie bereits. Ich wollte aber mal gucken. Nein, du gehst nicht gucken. Also nochmal, rot war springen und gelb ziehen. Wo kann ich denn ziehen? In der Lampe? Nein. Ich kann ja auch nicht weg. Was ist denn dann mit der Blume da vorne? Die sieht so komisch aus in der Mitte. Ah, da muss ich ziehen. Ah, ist recht. Das ist die gelbe. Ja! So, und einer war springen, der rote. Kann man denn hier dran oder drauf da springen? Hä? Weißt du? Ja, stimmt, das ist ein Block. Genau. Ey, Schatz, du bist ja super. Ich bin ein Genie.
Chini. 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 So. Geil, wir haben die drei Grundfarben. Oh, alle sogar haben wir. Mhm. Ich find's niedlich. Alarm. Alarm. Nein, das ist jugendfrei. Wir halten das hier jugendfrei, wir werden nicht fluchen, ja. Das Stativ stört mich. Hm, ist das etwa ein Farbeimer? Da. Lass uns nachsehen, was sich darin befindet. Versuch doch einmal, den Deckel zu öffnen. Kann Mario eigentlich nicht reden? Nein. Oh, stimmt ja. Man braucht ein besonderes Werkzeug, um einen Farbeimer wie diesen zu öffnen. Ich hab einen Hammer. Nun, das einzige Werkzeug, das uns zur Verfügung steht, ist ein wenig gröber. Doch vielleicht geht es auch damit. Bam. Fabian. Wow, der heißt Fabian. Au, was sollte das denn? Wie wird es dir gefallen, wenn dich im Schlaf jemand mit einem Hammer schlägt? Das tut uns leid. Es ist nur das... Wir dachten eben, du wärst ein Farbeimer. Da haben wir versucht, dich zu öffnen. Das ist Fabian. Der sich aufregt. Ein ganz gewöhnlicher Farbeimer? Ich? Na gut, ihr seht aus, als wärt ihr nicht von hier. Also werde ich euch diese Bemerkung mal großzügig verzeihen. Aber ich bin so viel mehr als ein gewöhnlicher Farbeimer. Und jetzt, da ihr mich aufgeweckt habt, kann ich euch ein wenig herumführen. Was sagt ihr? Oh, vielen Dank für das Angebot. Doch wir sind hier, um einer seltsamen Postkarte nachzugehen, die in dieser Stadt aufgegeben wurde. Nur, dass es nicht um eine Postkarte handelt. Es ist eine unserer Toads. Entfärbt und gestempelt in Port Prisma. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Prinzessin Peach aus dem Pilzkönigreich. Mario ist ein guter Freund. Falls nötig, springt er auch auf Sachen oder schlägt sie mit dem Hammer. Wow. Und hier irgendwo müsste auch mein kluger, hart arbeitender Untertan sein. Was war das? Oh wow. Stopp, weg von mir! Das hat nicht gut geklungen. Das klang ganz wie Toad. Er könnte verletzt sein oder sich in Schwierigkeiten befinden. Hier kommt Toad. Ich bin schon unterwegs. Das ist ja nervenaufreibend hier. So spannend. Komm her. Wo ist Toad? Der ist so cool, der Fabian. Aufhören! Meine schöne Farbe! Das ist einer von diesen Geistern da. Der saugt ihn aus. Du liebe Güte, was tut dieses Monster da mit ihm? Der saugt ihn mit dem Röhrchen aus. Mario, Hilfe! Ich kann meine Hose nicht mehr spüren. Aber ich habe etwas Nützliches gefunden. Nimm es und denk an mich. Oha. Was für... Wow. Kappenset erhalten. Wow, was... Das ist so ein Schallgeil, diese Typen. Der saugt ihn einfach aus. Ja, Toad. Kalt... Nein, entfärbt. Nicht kalt gemacht. Toad, nein. Ha, mit so vielen Karten kannst du diesem Strohhalmsauger Paroli bieten, Mario. Ja, aber... Oh. Toad. Und da kommt er auch schon. Hey, warte. Der Fabian. Hast du überhaupt Farbe, Mario? Du hast keine Farbe. Farbe rieche ich nämlich 10 Meilen gegen den Wind. Oh, wow. Ja, Fabian. Was machen wir denn jetzt? Hier kriegen wir nirgends Farbe her. Es geht wohl nicht anders. Mario, du musst mich ausquetschen. Drücke A, wenn du neben mir stehst und gib mir eine herzliche Umarmung. Was? Gut, guck mal, wir kriegen Farbe. Ja, ich habe von allen 100. Das ist cool. Und jetzt können wir malen wahrscheinlich. Malen mit Fäkalien. Ich fühle mich so schlank und so leicht. Fühlt ihr euch etwa die ganze Zeit so? Gut, und jetzt mal zum Thema. Die Farbe, die du von mir erhalten hast, besteht im Wesentlichen aus meinem Blut, meinem Schweiß und meinen Tränen. Na gut, nicht wirklich natürlich. Jedenfalls kannst du sie dazu verwenden, guck mal, die beiden, mehr aus den Karten herauszuholen, die dir der Toad gegeben hat. Und die kannst du dann verwenden, um diesem schlürfenden Tunichtgut das Handwerk zu legen. Jetzt sind es schon 3. Mhm. Hallo, tut uns ja leid zu stören, aber wir würden dann gerne angreifen. Aber nur, wenn ihr es auch in Ordnung findet. Nein, ist es nicht.
Und seit wann gibt es denn drei von denen? Egal, wir haben Karten, wir haben Farbe. Du weißt, was du zu tun hast, Mario. Oh, das ist so cool. Die drei so, hä, du willst mal angreifen? Du hast überhaupt keine Ahnung, was du tun sollst, oder? Aber keine Sorge, Onkel Fabian macht das schon. Oha. Berühre die Karten, was? Oh, guck mal, wir haben hier, wow, wir haben das hier im Display. Man sieht es nicht, aber wir haben jetzt hier ganz viele Farben. So, das nehmen wir. Typischer Anfängerfehler, was? So, der meckert. Wir nehmen einen großen Sprung. Je nach Karte kannst du im Kampf eine andere Aktion ausführen. Die Bilder auf den Karten sind ein Hinweis darauf, wie das aussieht. Sieh dir zum Beispiel hier mal die Karte an. Da sind zwei Schuhe drauf zu sehen. Ja, ihr seht das jetzt nicht, aber hier ist eine Karte. Das bedeutet, dass du mit einer Karte zwei Sprungattacken ausführen kannst. Die Anzahl der Symbole auf einer Karte gibt an, wie oft du angreifen kannst. Diese Stiefel in Übergröße hier lässt sich eine wirklich mächtige Sprungattacke ausführen. Je größer das Symbol, umso stärker der Angriff. Ganz einfach, oder? Karte hier hinziehen. Jetzt willst du eine Karte und legst sie auf dieses Feld. Über den Doppelsprung. Berühre bereits, wenn du die von dir gewünschte Karte ausgewählt hast. Los, probier's mal aus. Okay. Und jetzt müssen wir sie färben. Als nächstes kannst du die gewählte Karte einfärben. Berühre dazu einfach die Karte mit deinem Finger. Je mehr du sie einfärbst, desto stärker ist sie auch im Kampf. Okay. Fertig gefärbt. Färben sie so ein, wie du magst, und berühren sie dann mit fertig gefärbt. So. Fertig. Hammer. Ins Spiel schnippen. Wenn du bereit bist, die Karte zu spielen, schieben sie schnell nach oben, um mit dem Kampf zu beginnen. Ja. Schnippen. Achtung jetzt. Oh, jetzt ist sie auf dem Bild. Das ist so cool, Leute, mit dem Touchpad. Das macht voll Sinn eigentlich. So, und ab jetzt wird es richtig spannend. Drücke genau im richtigen Moment eines Angriffs A, um die Stärke des Angriffs zu erhöhen oder einen Bonusangriff zu erhalten. Bei Sprungattacken solltest du dafür A drücken, kurz bevor du auf deinen Gegner landest. Mit dem richtigen Zeitgefühl kannst du so 5 Sprünge hintereinander ausführen. Umwerfen, oder? Anstatt A zu drücken, kannst du auch den Bildschirm des Gamepads berühren. Wey. Oh, oh je. Hab ich doch. Das war doch. Gut, jetzt kommt allerdings der unangenehme Teil. Sie werden dich nämlich angreifen. Das war nämlich Absicht. Ich konnte nicht mehr, weil natürlich. Ich war perfekt. Ich hab perfekt gedrückt. Ab jetzt kannst du. Nee, aber du kannst mehr tun, als ihre Angriffe einfach nur einzustecken, Mario. Du kannst dich verteidigen. Drücke A kurz bevor dich ein feindlicher Angriff trifft, um den Schaden, den du nimmst, zu verringern. Ah, geblockt. Oh, sich freut Fabian. So, jetzt nehmen wir mal eine normale, fette Sprungattacke und die färben wir ein. Das ist so gut, ne? Fertig. Fertig gefärbt. Und los. Snippen und jetzt. Achtung. Das ist cool. Ja. Yes. Das ist so gut, ne? Das ist voll cool. Das macht richtig Spaß. Da werde ich ganz gelb vor Neid. Du bist wirklich ein Naturtalent. Ist er. Oh, unser armer Toad. Lass uns eine Schweigeminute einlegen. Die Musik ist super. Ah, ich verhungere. Gibt es hier irgendwo Burger, Pommes, Rot-Weiß? Mach dir im Toad keine Sorgen, dem geht's gut. Können wir jetzt wieder einfärben, bestimmt. Ach komm schon, so schlimm ist das nicht. Vielleicht geht es ihm doch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Aber keine Sorge, er braucht nur einen frischen Anstrich, dann ist es so gut wie neu. Wirklich? Du kannst ihn mit Farbe wieder zum Leben erwecken? Oh, das wäre wirklich ein Wunder. Achso, keineswegs. Daran ist nichts Geheimnisvolles. Das ist alles möglich durch die Kraft der Farbe. Wisst ihr, Farbe ist nicht nur dazu da, Kampfkarten einzufärben. Durch Farbe wird die ganze Welt zu einem schöneren Ort. Also habe ich mir die Freiheit genommen, deinen Hammer mit allen Farben des Regenbogens zu versehen. Nur zu, drücke X, um ihn einzusetzen. Ziele einfach auf deinen blassen Freund hier. Okay. Hey, das war gut. Aber ich mag doch nicht ins Bett. Warte, was geht hier vor? Ich lebe! Das war ein bisschen schrill. Und ich kann auch meine Hose wieder fühlen, supi. Oh Toad, ich bin ja so froh, dass es dir wieder gut geht. Ohne Farbe haben wir dich kaum wiedererkannt. Seht ihr, das ist die Macht der Farbe. Eines musst du noch wissen, ich habe dir alle Farben gegeben, die ich hatte, aber sie wird nicht ewig halten. Wenn du auch weiterhin die Welt mit Farbe füllen möchtest, musst du von Zeit zu Zeit deinen Farbvorrat aufstocken. Also, hat mir dieser Farbeimer das Leben gerettet? Also, dann schönen Dank auch, Herr Farbeimer. Nur für den Fall, dass wir weiteren von diesen Strohhalmschurken begegnen,
Wie können wir denn unsere Vorräte an lebenserhaltender Farbe aufstocken? Das ist kein Problem. Ihr könnt doch sicher den Brunnen im Stadtzentrum, der, unter dem ich geschlafen habe. Ja, tja, das ist die Quelle der Farbe für die ganze Insel Prisma. Gespeist wird er von 6 großen Farbsternen, die niemals versiegen. Von ihnen könnt ihr so viel Farbe bekommen, wie ihr mögt. Außerdem, naja, hier steckt in allem zumindest ein kleines bisschen Farbe. Versuch doch mal mit deinem Hammer auf Sachen zu schlagen, dann siehst du, was ich meine. Oh, das sind ja wundervolle Neuigkeiten. Ich war schon besorgt, da der Brunnen völlig ausgetrocknet wirkte, als wir dich aufgeweckt haben. Genau, also müssten wir ihn einfach nur anschalten oder so, richtig? Denn der war wirklich völlig trocken, als wir ihn gefunden haben. Hahaha, trocken. Du machst vielleicht Witze. Mario, dir hast du vielleicht etwas zu hart mit dem Hammer geschlagen. Ich meine, ausgetrocknet. Also bitte. Unsere großen Farbsterne könnten niemals austrocknen. Komm schon, ich zeige es euch. Oha. Farbsterne? Ich weiß ja nicht, was ein Farbstern ist, aber ich würde mich wohl daran erinnern, wenn ich sowas gesehen hätte. Mario, da drüben befindet sich noch ein entfärbter Toad. Oh nein. Wir können ihn doch nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Was sollen wir nur tun? Ich hau ihn mit dem Hammer. Gut, Leute, das war's für den Part. Wenn ihr Spaß daran gefunden habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr mehr sehen von uns beiden mit Mario, also Paper Mario, dann sagt das ruhig und gebt auch mal ein Däumchen. Wir werden noch ein bisschen was aufnehmen, denn noch etwas darf ich zeigen. Nicht alles, aber ein bisschen kann man noch zeigen, weil es ist halt eine Preview und das Spiel kommt erst raus. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal mit Paper Mario. Thank you.